Also das ist jetzt das, was vom Döner übrig geblieben ist. Also ich muss sagen, am Anfang war mir das etwas suspekt mit dem Fleisch, weil das war kalt geworden und die hatten das dann nochmal im Grill geschmissen, den Grill angeschmissen. Aber trotz dessen, weil die hatten so einen Salat, das war kein Salatgemisch, sondern du konntest so sagen, okay, ich möchte Eisbergsalat, Tomaten oder Gurken. Also man konnte sehr viel weglassen. So. Und ich hatte jetzt hier nur Eisbergsalat, Zwiebeln, Tomaten und Gurken. Und mit der Dönersoße, dem Tzatziki, alles in allem eine gute 8 von 10, würde ich sagen. Der hat mich noch nicht umgehauen, der Döner. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Also sehr geschmackvoll, nur es schmeckt nicht so frisch. Und der Döner, also wie gesagt, ich hatte schon Oststadtgrill-Döner und der ist eine 10 von 10. Und da kommt der hier einfach nicht ran. Danke fürs Zuschauen.